Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der FIFA 21 MSV Duisburg Karriere. Und heute haben wir richtig viele Spiele, wir werden gegen Würzburg und auch gegen Düsseldorf simulieren, dann werden wir hier gegen Aue, Ingolstadt, Sandhausen und Paderborn simulieren. Dann werden wir Wiesbaden, Pauli, Bochum und auch Heidenheim simulieren und dann nochmal Mainz spielen, dass wir dann schon in der nächsten Folge Saisonfinale haben, wo wir wahrscheinlich Darmstadt und Kräuter Fürth simulieren, Hannover spielen werden und hier die letzten beiden Spiele auch nochmal simulieren werden. Und dann geht's auch schon in die neue Saison rein und dann würde ich erstmal sagen, Leute, starten wir rein in die Simulation gegen Düsseldorf. Gehen wir erstmal in die Schnellsimulation. Vielleicht können wir hier einen Punkt holen. Wäre schon mal wichtig. Wir sind punktgleich. Aber mit dem zweiten, wir gewinnen 2-0. Martin schon Mikkels treffen. Und da sehen wir ein neues Transferangebot von Leeds United für Vincent Vermey. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Gehen wir hier mal mit 4,5 Millionen rein und 3,5 Millionen. Da sehen wir einmal, Batzmas hat sich verkauft. Dann kriegen wir ein Transferangebot für Amel Bella-Kotschap. Da wäre ich mittlerweile gar nicht mehr so abgeneigt, wenn sie natürlich genug Geld zahlen. Machen wir einmal 6 Millionen und 4,25 Millionen. Dann sehen wir zwei Transferangebote bzw. eine Übereinkunft zu Vincent Vermey. 4 Millionen, das Ganze werden wir akzeptieren. Dann haben wir nochmal Hernan Baldi, ein Transferangebot. Dann machen wir, wie gesagt, 1,25 Millionen. 1 Million heißt, die Hauptsache weg sind. Dann sind wir beim nächsten Simulationsspiel gegen Würzburg. Gehen wir mal rein. Gute Mannschaft mit Giefer vor allem, der bei Augsburg gespielt hat. Wir gewinnen mit 2-0, Passlag und Krüger treffen. Da sind wir vermehrt sich verkauft. Wir kriegen eine Übereinkunft zu Baldi. Und mir ist ja gerade aufgefallen, wir sind ja eigentlich noch in der Transferphase. Vielleicht können wir noch einen oder anderen Spieler verkaufen oder was wir jetzt schon gemacht haben und vielleicht nochmal einen neuen holen. Da sehen wir ein Transferangebot für Amel Bella-Kotschap von Tottenham. Okay, wenn ihr ihn haben wollt, dann gehe ich mal hier mit 5,5 Millionen rein und 4 Millionen. Sind wir bald jetzt nicht verkauft? Transferangebot für Leroy Jakub-Mikkels. Ich habe übrigens die Verträge auch von Jakub-Mikkels und von Mienes Pepic verbessert oder wieder neu gemacht, weil die noch 6 Monate hatten. Und ich glaube, mittlerweile muss ich jetzt selber reingehen, weil wir eben nicht mehr viele Stunden haben. Würde ich mal sagen, mal schauen, was Salzburg bereit wäre zu zahlen. Und Salzburg lehnt direkt 4 Millionen ab, dann werde ich ihn auch nicht verkaufen. Sehen wir Stillstand zu den Verhandlungen mit Amel Bella-Kotschap. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Jaden Anthony müssen wir wieder selber reingehen. Düsseldorf, weil, wie gesagt, die Zeit ist halt eben nicht mehr so reif dafür. Was laber ich hier? Wir haben nicht mehr genug Zeit. Sagen wir es lieber so. Und Düsseldorf akzeptiert 1,5 Millionen. Dann sehen wir zwei Transferangebote. Einmal für Mienes Pepic und einmal für Badaloni. Mal schauen, was die beiden bereit werden, hier zu zahlen. Und bei Mienes Pepic haben sie 11 Millionen abgelehnt. Bei Badaloni haben sie 2,85 Millionen abgelehnt. Sie haben 2,7 geboten. Dann habe ich beim letzten Gebot 2,85 gemacht und sie rennen einfach raus. Naja gut, bleibt dann halt noch bis zur nächsten Saison hier. Und dann haben wir eine Einkunft zu Amel Bella-Kotschap von Tottenham. Ich nehme es einfach an, wird eh nichts mehr bringen. Und dann sehen wir auch, haben wir jetzt noch den guten Anthony verkauft. Jetzt müssen wir erst nochmal drauf gucken, wie viel Geld wir haben. Wir haben 6 Millionen. Ja, das ist gar nicht so viel, aber am besten bräuchten wir eigentlich einen linken Mittelfeldspieler. Da würde ich nochmal gerne gucken, ob wir da was aufgeschrieben haben auf unserer Liste. Ja, da haben wir was. Problem ist halt, die meisten sind einfach alle viel zu teuer. Ich könnte es halt vielleicht versuchen bei Opoku oder ich probiere es halt bei Ismail Jakobs und da dann Mikkels dran zu geben. Aber ansonsten ist eigentlich auch nichts Brauchbares dabei. Ich probiere es mal bei Ismail Jakobs. Und sie akzeptieren 6,25 Millionen ohne den Spieler. Jetzt müssen wir gucken, er verdient 18.000. Ja, wir haben noch 12.000 und noch ein paar zerquetschte. Vielleicht kriegen wir da noch was raus. Und da sehen wir, es würde sogar vom Geld reichen. Wir werden nochmal den Bonus entfernen. Und damit nimmt Jakobs das Ganze an. Und damit haben wir jetzt unseren letzten Spieler unser ganzes Geld ausgegeben. Und ich glaube, es ist auch 2 von 2 linke Mittelfeldspieler. Sam hat es geblieben, weil ich glaube, wir hatten links nur Jakobs und Amisi, der eigentlich gegangen ist. Und jetzt haben wir hier einen besseren drin für Mikkels. Mikkels ist auch stark, dann packen wir Bastians raus. Der kommt aber komplett raus für Ismail Jakobs. Und dann sieht es das Ganze doch mal echt schon richtig, richtig gut aus. Wir müssten halt versuchen, im nächsten Jahr Matic und irgendwie Hector noch zu verkaufen. Weil mit den beiden, weiß ich nicht, vielleicht noch ein paar Cents rausholen irgendwann, wenn es klappen sollte. Aber das Team sieht doch erstmal schon stark aus. Jetzt haben wir ganz, ganz viele Nachrichten. Stillstand zu Amel Bella-Kotschap leider. Dann haben wir eine Trainerstelle bei Nunes. Aber wie auch schon bei Nürnberg, werde ich das Ganze ablehnen, weil was will ich bei Nunes in, keine Ahnung, Argentinien. Wenn ich doch hier ganz glücklich bin, wir schauen mal, was wir hier für die beiden Spieler nochmal kriegen könnten. Und hier bei Badaloni ist ein Tauschgeschäft. Wir gucken einfach mal. Nächstes Spiel gegen Erzgebirge Aue, die sind ja wieder letzter. Gegen die haben wir in der, glaube ich, in der letzten Folge schon gespielt. Gehen wir mal in die Schnellsimulation rein. Ich denke mal, sollten wir auch gewinnen, wenn wir auswärts gewinnen. Wir gewinnen hier. Krüger und Thielmann treffen. Krüger gegen seinen Ex-Verein und Testrot verschießt nochmal einen Elfmeter. Da sehen wir einmal eine Übereinkunft zu Tomasz Badaloni. 2 Millionen akzeptieren wir das Ganze. Nächstes Simulationsspiel gegen 8 Platzierten aus Ingolstadt, die ja letztes Jahr, glaube ich, mit aufgestiegen sind. Also müsste sein. Nicht mit uns, aber wir sind ja ein Jahr schon noch ein Jahr vorher aufgestiegen. Thielmann verschießt dann 11 Meter per Jahr. Das ist, weil sich leider verletzt. Muss sogar ausgewechselt werden. Wir spielen leider nur 0-0. Dann sehen wir einmal Stillstand zu Jan Thielmann und Pereira da Silva hat sich zum Glück nur für 6 Tage verletzt. Und da sehen wir, Tomasz Badaloni hat sich für 2 Millionen verkauft zu Alanyaspor. Da sind wir jetzt beim nächsten Spiel gegen Sandhausen. Sie sind zwar 5, da werden wir das Ganze aber simulieren.
Und ich denke auch mal, wir sollten den dritten Platz eigentlich sicher haben, weil da sind wir jetzt schon 5 Punkte voraus. Wir gewinnen 2-1, Linzmeier trifft in 8 Minuten, dann Paslak und mir in SP-Pitch. Dann sehen wir Transferangebot für Osman, Atilgan und wo ich mich vor 2 Folgen beschwert habe, dass wir keine Transferangebote bekommen, bekommen sie jetzt 1,7 Millionen, 1,25 Millionen. Simulationsspiel gegen den 13. gegen SC Paderborn, die ja vor 2 Jahren jetzt in der Karriere schon abgestiegen sind. Und wir gewinnen mit 1-0, Badaloni, der wechselt, schießt in der 82. Minute 1-0. Dann ist mir aufgefallen, müssen wir Marco Kuhn, unseren Jugendscout, nochmal wegschicken. Ob das noch was bringt, weiß ich nicht. Wir schicken ihn mal einfach für 9 Monate nach Belgien. Simulationsspiel gegen den SVW in Wiesbaden, starten wir auch direkt rein. Bei uns haben alle ein Plus in der Gesamtstärke, das sollten wir gewinnen. Kuhn schießt ein Tor bei Wien Wiesbaden, bei uns trifft Pepic doppelt und Krüger. Übereinkunft zu Osman Atilgan von St. Pauli, 1,3 Millionen, akzeptieren wir das Ganze. Transferangebot für Joshua Bitter, wir sehen ja hier auch, dass sich Bitter die ganze Zeit... dass er die ganze Zeit meckert und spielen möchte. Ich versuche mal reinzugehen und mal schauen, was wir da noch rauskriegen würden. Aber ich glaube, ich werde es erstmal delegieren. Für den kriegen wir eigentlich gar nicht so viel. Ja, komm, dann machen wir die 2 Millionen und die 1,6 Millionen. Den 6 Platzierten in Simulationsspiel gegen St. Pauli, die uns ja Atilgan wahrscheinlich abkaufen werden. Und wir gewinnen mit 2-0 Jakobs und Thielmann treffen. Dann sehen wir, Atilgan hat sich verkauft zu St. Pauli. Dann sind wir im nächsten Spiel gegen Bochum. Starten wir auch noch mit der Simulation rein. Wir werden eben, wie gesagt, gegen Mainz spielen können. Können wir gewinnen? Wir gewinnen mit 1-0, Thielmann trifft. Mit Transferangebot für Juan Camilo Becerra. Da werde ich auch wieder delegieren. Da machen wir 1,7 Millionen und 1,75 Millionen, 1,4 Millionen. Dann sehen wir leider Stillstand zu Joshua Bitter. Hätten wir vielleicht ein bisschen weniger verlangen sollen. Übereinkunft zu Becerra, wenigstens verkaufen wir den. Der geht zum SV Sandhausen. Dann sehen wir, Becerra hat sich verkauft. Dann sehen wir, Jugendspieler möchte weg. Daniel Schneider. Gucken wir uns den mal kurz gerne an. Den werden wir leider abgeben, Jugendspieler freigeben. Sie spielen gegen den 1. FC Heidenheim. Die sind auf Platz 16. Okay, ist eigentlich gar nicht so in der Realität angebracht. Können wir hier gewinnen? Das müssen wir eigentlich. Wir gewinnen mit 1-0. Jakobs trifft in der 82. Spielminute. Dann sehen wir, wir haben ein monatliches Scouting-Update. Da schauen wir direkt rein. Leon Sommers ist zumindest gut. Noah van Horn ist auch gut. Und Ben Klaas lehnen wir leider ab. Und dann sind wir im Spiel gegen den 1. FC Mainz 05. Die sind 8 Punkte vor uns. Da gehen wir rein. Natürlich auch mit der besten 11. Aber... ja, Martin hat nur 36 Pace. Da würde ich den, glaube ich, rauspacken. Und für ihn dann den guten Bafunta mit reinpacken. Ansonsten würde ich gerne nochmal den Berger mitnehmen. Und ansonsten denke ich, passt es. Würde ich sagen, starten wir genauso rein in das Spiel gegen Mainz. Und da ist Florian Krüger. Florian Krüger! Gute erste Möglichkeit. Das Mienes Pepic spielt den Ball durch zu Florian Krüger. Der hatte gerade eben schon eine Möglichkeit. Macht das diesmal besser. Er macht diesmal besser. 19. Spielminute. Wir gehen gegen Mainz mit 1-0 Führung. Und das ist zu einem richtig, richtig wichtigen Zeitpunkt. Wobei auch Mainz eigentlich nicht viel nach vorne gemacht hat. Aber hier jetzt gegen Mainz zu gewinnen, ist sehr, sehr wichtig. Weil vielleicht können wir auch noch direkt aufsteigen, weil gegen den Bundesligisten der Relegation zu spielen, da werde ich zwar vielleicht beide Spiele spielen, wenn es so sein sollte. Könnte trotzdem interessant werden, ne? Aber hier schießen wir erst auf 1-0 mit Florian Krüger. 8. Tor für ihn. Und da ist Jan Thielmann. Spielt die durch zu Ismail Jakobs. Der steht nicht im Abseits. Ah, das war ganz schlecht gemacht. Florian Krüger spielt den Ball durch zu Ismail Jakobs. Das könnte jetzt wieder gut gehen. Ismail Jakobs. Aber gut gehalten von Tobias Sippel. Und da ist Ismail Jakobs. Spielt den Ball durch zu Moussa Wague. Der muss aber warten, bis da irgendwo Krüger läuft. Da läuft Florian Krüger. Versuch's einfach mal. Simpel, gute Parade. Wir haben schon einmal gewechselt. Altamirano kam nochmal rein für Moussa Wague. Jetzt kommt nochmal Bella Kotschap rein für Pereira da Silva. Und Pasak nochmal raus für Joshua Bitter. Oh, da ist Adeyemi durch. Der ist verdammt schnell. Letzte Sekunde halten wir nochmal ab davon, hier ein Tor zu schießen. Oder eine gute Möglichkeit zu haben. Mienes Pepic schießt ihn nochmal raus. Der Schiri pfeift ab. Und wir gewinnen daheim gegen Mainz mit 1-0. Das könnte echt ein wichtiger Sieg gewesen sein um den Aufstiegskampf. Ich habe jetzt noch überlegt, wir werden jetzt noch ein Spiel gegen Greuther Fürth simulieren. Dann werden wir in der nächsten Folge eben Hannover spielen. Darmstadt simulieren, Nürnberg und Dresden simulieren. Und eventuell dann noch hier noch die Relegationsspiele. Falls sie noch geben sollte, würden wir da beide selber spielen. Aber ich würde erstmal sagen, wir gehen das letzte Spiel rein für diese Folge für gegen Greuther Fürth. Da muss jetzt einer ausgetauscht werden. Irgendein Spieler war gesperrt, ich weiß nicht mehr, wer es war. Wahrscheinlich Pereira da Silva. Wir gewinnen 2-1. Jakobs trifft doppelt und Tillmann trifft bei Greuther Fürth. Und dann sind wir da eben am Spiel gegen Hannover. Wie wir sehen, sind wir 16 Punkte vor Nürnberg. Das heißt, wir haben jetzt den dritten Platz vorerst erstmal sicher. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Relegation spielen. Wir werden auf jeden Fall eine Chance kriegen, um aufzusteigen. Wir sehen, wir haben plus 31 Tordifferenz. Dann Nürnberg, Sandhausen, Pauli und Bochum haben nur plus 6, 1 und 2. Das ist echt
richtig krass. Mainz vor uns ist halt noch viel besser. Wir haben aber die beste Abwehr mit Mainz. Müssen wir echt mal schauen, wie die letzten Spiele laufen, ne? Aber wie Leute, ihr wisst, wie gesagt, ich muss eigentlich nicht mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das ist mir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.